Wer kennt mein Video zu dieser Lampe und zwar diese Schnitttechnik, um aus nur zwei Schnitten, einem Stückchen Holzbalken und einer Bandsäge solche coolen Formen zu machen? Aber heute soll es nicht um diese gleiche Form gehen, sondern wir wollen heute Schnitttechnik 2.0 machen. Und zwar solche Schnitte und das nur mit sechs Schnitten, einem Stückchen Holzbalken und einer Bandsäge. So, meine Lieben, Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und heute geht es um eine Schnitttechnik wieder an der Bandsäge. Und zwar, wer das Video noch nicht kennt, schaut es euch definitiv mal an. Ich habe da schon mal ein erstes Video drüber gemacht, über diese Lampe bzw. über diese Schnitttechnik hier. Das sind nur zwei Schnitte an der Bandsäge und wir kommen da auf so ein cooles Muster. Also es ist richtig easy und ich kann es euch nur empfehlen, schaut euch das Video nochmal an. Ich werde es euch da oben oder unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. Heute geht es aber noch um eine weitere Schnitttechnik, also praktisch diese Schnitttechnik 2.0. Und da wollen wir mal, das sind dann nicht nur zwei Schnitte, es sind dann sechs Schnitte. Ist aber auch relativ einfach, muss ich sagen. Und wir kommen da auf diese coole Muster oder diese coolen Schnitttechniken, wie ihr das hier einfach sehen könnt. Ist auch so richtig geil und es ist auch richtig einfach. Wir wollen das Ganze mal anschauen. Ich werde euch natürlich jetzt erklären, wie es richtig funktioniert, Tipps und Tricks geben. Und ich werde euch sogar noch ein kostenloses Schnittmuster anbieten. Das könnt ihr euch dann downloaden und könnt es 1:1 kopieren, wenn ihr Lust drauf habt oder ihr zeichnet einfach selber. Jetzt reden wir nicht lange um heißen Brei rum. Wir starten direkt mit der Bauanleitung. Ich werde es nur mit Musik unterspielen ein bisschen. Und wir werden es natürlich besprechen und wie das Ganze funktioniert. Und werden uns dann auch noch aus dieser Schnitttechnik oder aus diesen Stückchen, was wir dann rauskriegen, werden wir uns auch noch eine Lampe bauen. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So, meine Lieben, wir haben jetzt sechs Schnitte gemacht. Ich hoffe, ihr habt es bis dahin verstanden, wie, was, wo und warum. Aber ich muss natürlich trotzdem noch einiges erklären, damit es bei euch so funktioniert wie hier. Wir haben ja auch einiges an Abfallholz rausgeschnitten. Da kommt man am Anfang ein bisschen durcheinander, was man hier wegnehmen kann. Aber am Schluss muss das hier einfach übrig bleiben. Und jetzt hole ich euch mal her und zeige, wie, was, wo und auf was ihr achten müsst vor allem.
Gut, wo soll ich denn anfangen, euch das zu erklären, damit ihr das auch richtig macht? Okay, also ihr seht jetzt hier mal zwei Schnittmuster, die werde ich euch zum Downloaden anbieten. Die könnt ihr verwenden. Die Größe ist einfach DIN A4 hier an der Höhe und an der Breite sind wir bei 78 mm. Da habe ich den Klotz durch einen dicken Hobel geschoben, damit ich auf diese 78 mm komme. Ihr könnt natürlich die Dateien auch selber abändern, wie ihr wollt. Das ist auch ganz klar. Und ihr könnt es natürlich auch selber zeichnen. Ihr müsst diese Schnittmuster nicht verwenden. Aber wenn ihr selber zeichnet, müsst ihr auf eins achten. Also die Mittellinie sollte von oben, von der oberen Ecke rechts auf die untere Ecke links gehen. Muss einfach mal genau in die Ecke reingehen. Wir haben ja den Abstand könnt ihr auch wählen, je nachdem, wie viel, ich sage jetzt mal hier, seht ihr ja, wie viel Sockel wir dann haben. Unten und oben haben wir einen Sockel. Das ist dieses Maß hier. Und einmal eine Linie durchziehen. Jetzt kommt's. Das Wichtige ist, dass es am Schluss schön ausschaut ist. Von der Mittellinie zu den Außenlinien solltet ihr einfach relativ parallel sein. Des Weiteren müsst ihr auf diese Radien hier achten. Wie soll ich das jetzt sagen? Also das heißt, wenn ich jetzt hier relativ spitz rauslaufe, dann wird auch unten die da wird es auch relativ spitz, aber ihr seht es gleich, was ich meine. Wenn ihr jetzt hier einen größeren Radius macht, umso runder wird das Ganze. Das Wichtige dabei ist aber, dass ihr rauskommt auf genau exakt einer Höhe. Also ihr seht es, wenn ich jetzt hier einen Bleistiftstrich ziehe, komme ich bei beiden Schnitten auf einer gleichen Höhe raus. Das muss unten genauso sein. Ich habe hier zwei Muster und zwar ist es einmal, hier ist es jetzt nicht ganz so einfach, diesen dicken Radius hier mit der Bandsäge zu sägen. Da müsst ihr ein sehr, sehr dünnes Kurvenblatt haben, um da um die Kurve zu kommen. Und deshalb habe ich jetzt noch mal eine zweite Variante. Die haben wir jetzt gerade hier geschnitten mit diesem Muster, was wir hier geschnitten haben. Und da kommen wir, ich sage jetzt mal, mit der Bandsäge definitiv besser um die Kurve rum. Hier ist es genauso der Fall, also wie gesagt bei beiden Varianten, wenn ich jetzt hier einen Strich ziehe, dann bin ich auch exakt auf einer Höhe. Jetzt haben wir ja die Schnittmuster, eins davon, darauf angewendet. Jetzt kommt es am Schluss dann wirklich so raus. Ihr seht es, ist richtig cool geworden schon mal. Und jetzt haben wir aber verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze zusammenzubauen. Denn, also der normale Schritt ist jetzt einfach, wenn ich das Ganze jetzt einmal, also ich habe das jetzt so vor mir, dann nehme ich dieses Stück hier, mache das auf diese Seite. Dann seht ihr, kommt schon mal eine richtig coole Form raus. Jetzt können wir das Ganze aber noch weiter machen. Und zwar können wir das Ganze jetzt nochmal drehen und jetzt könnte ich diese Seite, das ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen, weil das alles dann wirklich auseinanderfällt hier, noch einmal drehen, dann kriegen wir exakt, wenn wir das Ganze zusammenleimen, dieses Muster hier zusammen. Schaut auch richtig cool aus und ihr seht jetzt auch, was ich gerade gemeint habe und zwar, wenn ich jetzt dieses, ich sage jetzt mal, runder auslaufen lasse, also nicht ganz so rund, wie mit diesem Radius hier, dann komme ich relativ spitz hier unten raus. Also ihr seht, umso flacher oder umso spitzer wird es hier unten und hier oben natürlich. Ich habe das Ganze ja noch zweimal jetzt gedreht. Jetzt kann aber auch sein, also was heißt kann sein? Ihr könnt es auch anders machen. Da könnt ihr ein bisschen rumspielen. Ihr müsst bloß schauen, dass ihr das am Schluss dann wieder zusammenkriegt. Wenn ich das Ganze jetzt dann so drehe, dann kommt wieder eine andere Form raus. Also ihr seht, das schaut auch richtig cool aus, muss ich sagen. Oder was sagt ihr dazu? Ich finde das eine richtig geile Form. Da habe ich jetzt schon mal eins gemacht. Also wir werden jetzt schon diese Variante hier machen, die ich jetzt als erstes hatte. Die werden wir jetzt hier machen. Denn ich habe nämlich eine Variante schon gemacht und die möchte ich euch zeigen. Jetzt muss ich das Ganze aber irgendwie loslassen. So, das ist jetzt diese Variante, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Also ihr könnt einfach dieses Teil so verschieben, wie ihr wollt und jedes Mal kommt irgendwo eine andere Form raus. Und die Form gefällt mir echt fast besser. Ich habe da schon mal ein bisschen dran gearbeitet, weil das wird nämlich eine Lampe.
Ich würde es aber sagen, wir werden an dieser Variante arbeiten. Das ist jetzt gar nicht so einfach, das Ganze zusammen zu leimen oder zu kleben. Ich würde es kleben, also das heißt mit Sekundenkleber und Aktivator werde ich arbeiten. Aber ich würde euch jetzt einfach empfehlen, diese ganzen Sachen vorab ein bisschen besser zu schleifen. Das heißt, wenn es einmal zusammengebaut ist, dann tut es euch ein bisschen schwerer beim Schleifen. Das habe ich bei dieser Variante einfach gemerkt. Ich habe das dann nicht vorher geschliffen und jetzt im Nachhinein da in die Ecken reinzukommen, ist ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Deshalb schleift einfach diese Sachen vorher. Natürlich jetzt nicht diese Varianten, also diese Seiten, wo dann zusammengeklebt wird, das natürlich nicht. Aber alles andere könnt ihr vorab schon mal schleifen und später habt ihr weniger Nacharbeit. Boah, Leute, diese Schleiferei, das ist Wahnsinn einfach nur. Das Projekt ist sowas von cool, die Schleiferei, das dauert wirklich am längsten. Ich bin das nur nicht ganz fertig, aber wir haben das da schon mal relativ schön. Ich hole euch jetzt aber jetzt mal her und zeige euch jetzt mal die Unterschiede, wie das ist mit diesem verdrehten Draufmachen und vor allem diese Schnittmuster, die ich euch habe, mit diesem größeren Radius und mit diesem kleineren Radius. Zeige ich jetzt euch mal. Gut, beide Muster mal hingelegt. Wie ihr könnt es euch ja erinnern, dieses Schnittmuster und dieses Schnittmuster. Und zwar bei diesem Schnittmuster sind wir ja relativ spitz hier rausgefahren. Ihr könnt es ja doch erkennen. Da haben wir nicht so einen ganz großen, krassen Radius drin, sondern wie hier. Und wenn wir den jetzt ein bisschen spitz machen, also auf allen Seiten ein bisschen spitz, immer achten, auch dass wir auf der gleichen Höhe sind, dann kommen wir auch relativ spitz hier unten rein. Also das heißt, das schaut ja eher dann aus wie eine Flamme. Jetzt kommen wir zu denen mal hier drüben. Ihr seht es ja, wir haben ja hier einen richtig starken Radius im Endeffekt. Und hier auch richtig schön rum um die Kurve. Und wenn wir das dann so machen, dann kommen wir mit unserem Schnittmuster oder mit unserem Endergebnis hier eine so richtig schöne Rundung raus. Was findet ihr jetzt am besten? Ich nenne es jetzt einfach mal diese Flamme hier. Nenne es ich jetzt mal. Und das, ich sage jetzt mal, die Rakete. Also mir gefällt die Rakete irgendwie von der Form und vom Muster her irgendwie besser. Und deshalb werden wir uns da eine kleine Lampe draus bauen. Das werde ich jetzt euch auch nicht im Detail einfach mal sagen. Ihr seht es im Schnelldurchlauf, was wir einfach mit diesem Teil hier machen. Und dann schauen wir uns das Endergebnis mal am Schluss einfach an. Aber theoretisch wäre das auch eine Lampe. Thank you.
Ihr habt es gerade im Video, diese Vakuumplatte gesehen. Leute, da gibt es dazu ein Video, eine Bauanleitung. Die kann ich euch hier oben oder unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken. Schaut da mal drauf, baut euch diese Platte nach. Ich liebe diese Platte, die ist richtig geil, um für kleine Projekte oder solche Projekte einfach hier mit Fräsprojekte sowas zu bauen und zu benutzen. Richtig geil und das Ding funktioniert mit Druckluft. Also schaut's rein. Tada, sie ist fertig und sie schaut mal richtig, richtig geil aus. Ich zeige es euch nachher nochmal im Detail. Aber es geht ja im Endeffekt jetzt nicht um die Lampe direkt selber, sondern es geht um die Schnitttechnik, was wir daraus einfach machen können. Bei mir ist es jetzt einfach eine Lampe geworden. Ich habe mich jetzt für den Kupferstab entschieden, konnte mir doch ein bisschen edler vor mit diesem Kupfer hier. Gefällt mir ganz gut. Jetzt kommt es nur noch darauf an, was wir für einen Schirm drauf machen. Leute, ich habe leider keine anderen. Weiß vielleicht, was meint ihr? Wir könnten auch beige nehmen, aber dieses beige hat ein Herzchen drauf. Nichts für die Männer. Beige könnte theoretisch auch von der Farbe her sehr gut ausschauen. Aber ich denke mal, ich werde jetzt mal für dieses einen grauen nehmen hier. Und wenn wir das Ganze mal festmachen, bringen das Ganze jetzt mal zum Leuchten. Und dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze dann beleuchtet ausschaut. Na, haben wir es jetzt endlich. Gut, jetzt noch das Lämpchen rein. Und dann wollen wir mal das Licht dämmen oder ausmachen. Off, off und jetzt. Geil. Leute, es schaut richtig, richtig geil aus. Wie gesagt, ich zeige es jetzt euch gleich nochmal. Aber mir gefällt sie mega gut. Ihr dürft es gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr diese, vor allem diese Schnitttechnik findet. Denn es geht ja eigentlich im Prinzip um die Schnitttechnik. Ihr dürft natürlich auch reinschreiben, wie diese Lampe hier rauskommt. Und ballert mal unten alles in die Kommentare rein. Oh, schaut's mal. Und was sagst du dazu, zu dieser Schnitttechnik allgemein? Richtig cool. Also ihr seht es ja auch, wir haben ja hier noch dieses andere Stückchen stehen. Da könnte man bestimmt auch eine geile Lampe draus machen. Wird richtig geil ausschauen. Aber bei mir ist es jetzt doch die Rakete geworden. Leute, ich habe das Ganze ja mit Fichte gemacht. Und das war ja mein Prototyp. Wenn ihr jetzt mal so richtig geiles anderes Holz nehmt, Eiche oder, dann könnt ihr mit verschiedenen Holzfarben sogar noch spielen im Endeffekt. Wenn ihr da verschiedene Leisten zusammenklebt, immer mal wieder zusammen auseinandersägt, wieder zusammenklebt, dann könnt sowas rauskommen, dass in einer Lampe, das war ja dieses erste Projekt, Schnitttechnik, dass da wirklich verschiedene Farben rauskommen. Das könnte doch hier auch gut funktionieren. Probiert es einfach mal ein bisschen aus, spielt mit diesen Mustern rum, zeichnet euch selber Muster, probiert es das natürlich aus und ihr müsst frei nicht meinen, dass bei mir nicht einiges schief gegangen ist oder ich habe einige Prototypen erstmal bauen müssen, um richtig zu wissen, wie es funktioniert. Und natürlich ist mir da auch einiges hier flöten gegangen, da hinten ist noch ein Haufen Brennholz, was ich da produziert habe. Das hat auch nicht gleich auf Anhieb funktioniert. Aber ihr habt ja diese Sachen zum Downloaden, diese Schnittmuster zum Downloaden. Probiert es aus, könnt ihr mir gerne auch schreiben. Würde mich echt drüber freuen. Gut Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr lasst einen Kommentar da. Ihr abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Unterstützt Gipfelholz einfach damit. Und die kleine Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne und leuchtende Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.